Schutz von Klima und biologischer Vielfalt ist eine Herausforderung, die weltweit nur gemeinsam gelöst werden kann. Die internationale Klimaschutzinitiative IKI des Bundesumweltministeriums fördert in Entwicklungs- und Schwellenländern klima- und biodiversitätsschützende Maßnahmen und gibt damit Impulse für mehr nachhaltiges Handeln. Die Initiative ist ein Wettbewerb der Ideen. Ihre Projekte geben konkrete Antworten auf vier zentrale Fragen. Wie mindern wir die Emissionen von Treibhausgasen? Wie erhalten wir unsere Wälder? Wie können wir uns an den Klimawandel anpassen? Und wie erhalten wir die biologische Vielfalt? Die Vielfalt des Lebens droht zu verarmen. Vor allem durch den global wachsenden Ressourcenverbrauch gerät das natürliche Gleichgewicht der Welt durcheinander. Und sie verliert Arten, Lebensräume, genetische Ressourcen. Doch der Verlust lässt sich einschränken, langfristig vielleicht sogar stoppen. Die internationale Klimaschutzinitiative unterstützt die Maßnahmen von Partnerländern zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Wichtige Ziele sind die Förderung von Schutzgebieten und naturverträglicher Ressourcennutzung sowie die Wiederherstellung degradierter Lebensräume. Immer in enger Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung. Die IKI fördert Pläne für die nachhaltige Nutzung der Meere. Für mich ist der Schutz der Natur hier wichtig, denn wir leben von ihr. Wir müssen sichergehen, dass unsere Korallen nicht zerstört werden. Und sie unterstützt die Integration von landwirtschaftlichen Flächen in Biokorridore. Der Biokorridor soll die Nebelwälder da hinten mit den Mangroven an der Küste verbinden. Es geht hier um ein über 16.000 Hektar großes Gebiet. Und dafür müssen wir mit den Landbesitzern sprechen. Die IKI arbeitet zusammen mit Partnerländern beim Schutz der Tierwelt. Es ist nicht billig, die Tiere zu beschützen. Wir haben noch nicht die Kosten für die Erhaltung der Biodiversität ermittelt. Und sie fördert den Schutz einheimischer Pflanzen. Das ist die afrikanische Pflaume, eine der Baumarten, die hier verschwunden sind. Wir wollen damit den Wald an dieser Stelle wieder entstehen lassen. Biologische Vielfalt. Für Mensch und Umwelt ist sie von existenzieller Bedeutung. Das zu erkennen und aktiv zu werden, dafür steht die internationale Klimaschutzinitiative. Die IKI gibt weltweit Impulse im Klima- und Biodiversitätsschutz, als Vorreiterin im Einsatz von innovativen Ideen. Gemeinsam mit ihren Partnern arbeitet sie an langfristigen Lösungen.